Und ich dachte, ich gehe direkt mal meine Neujahrsvorsätze an. Ich hab gepumpt. Die ist... meine Ängste überwinde, weil ich würde gerne mit YouTube anfangen. Ich habe es direkt gerochen, wie es aus dem Arsch kommt. Das andere wäre, mir die Haare abzurasieren. Nee, ich kann es nicht. Tut mir leid, ich kann es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich durchziehe. Kannst du Partylieder anmachen? Das ist kein Partylied. Nein. Das wird ja noch richtig krass. Wann denn? Party. Ja, warte doch jetzt mal hier kurz. Worauf denn? Ich bin ja hier am Schulen. Oh, ich brauche ja einen Partysong. Schatz. Ja, bisschen besser. Euch fotografieren. Also ja, du guckst da durch, ja? Ja. Und dann guckst du das Mix von dem anderen. Ja, ich kenne den Fotoapparat von früher. Wir hatten noch kein Handy. Oh, guck. Hier muss ich gleich draufdrücken. Ich glaube, du bist zu weit weg. Nee, ich bin nicht weit weg. Weil wenn ich so mache... Achtung, fertig. Fertig. Ja! Es geht nicht. Warte! Achtung, fertig! Boah, wie scheiße! Boah, wirklich! So, warte, jetzt muss ich hier erstmal hier sauber machen. Die Linse, die ist auch dreckig. Ich hab gepumpt. Die ist... Boah! Kann ich mein Nuckelkind bei dir abkleben? Ah! Oh. Ich habe es direkt gerochen, wie es aus dem Arsch kommt. Filmst du damit eigentlich schon? Ja. Warte, ich muss kurz. Du musst das. Los. Die Gurken. Mehr, Mama. Ich bin doch gerade noch an Justieren. So ist fein. Du musst noch mehr. Nee, so ist gut. Nein. Es ist super. Guck. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sicher. Und was sagt die Welt nur? Ich hab keinen Kaufmann. Hi Lil, hab ich lieb. Ja,
mal frohes neues Jahr. Sag mal frohes neues Jahr. Hm? Frohes neues. Och, Mäuzi. Sag mal. Frohes neues Jahr. Ach, Mäuzi. Oh nein, mein Schatz. Oh. So, es ist der 1.1.2023 und ich dachte, ich gehe direkt mal meine Neujahrsvorsätze an. Und zwar war ein großer Neujahrsvorsatz von mir so generell, dass ich halt meine Ängste überwinde, beziehungsweise dass ich halt die Sachen mache, auf die ich Lust habe, auch wenn ich Angst davor habe. Und davon gibt es wirklich einige. 2022 war für mich halt ein Jahr, da habe ich sehr viel Angst gespürt und ja, Angst war für mich auf jeden Fall ein großes Thema. Und deswegen dachte ich mir, dass ich für 2023 mal probiere, das irgendwie ein bisschen ja, anzugehen, sag ich mal. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, keine Angst mehr zu haben vor nichts und ne, ich muss mich jetzt auch nicht allem stellen, vor dem ich Angst habe. Aber ja, bei so manchen Sachen würde ich gerne so ein bisschen über meinen Schatten springen. Ja, da dachte ich, starte ich heute mit zwei Sachen und zwar einmal mit diesem Video. Also falls ich dieses Video nämlich hochlade, dann ist das schon die erste Sache, weil ich würde gerne mit YouTube anfangen beziehungsweise mal YouTube-Videos machen, ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich danach nochmal ein Video mache oder wenn, wie regelmäßig oder keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, worauf das hinausläuft. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ob es mir Spaß macht, aber ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass es mir Spaß macht und deswegen würde ich es gerne ausprobieren, weil wenn ich es nicht ausprobiere, dann werde ich es auch nicht wissen, ob es mir Spaß macht. Das andere wäre, mir die Haare abzurasieren. Ja. Das ist jetzt richtig random, aber ich habe mir irgendwie schon länger irgendwie gedacht, dass ich irgendwie einmal in meinem Leben mir die Haare gerne abrasieren wollen würde. Und ich habe es mich aber halt nie getraut, weil da spielen halt auch viele Ängste mit. Ich habe ultra Angst, dass ich mich selbst nicht mehr attraktiv finde oder nicht mehr so wohl fühle. Ich habe mega Angst, dass andere mich nicht mehr für attraktiv empfinden. Ja, genau, aber am schlimmsten wäre natürlich, wenn ich mich selbst nicht mehr wohlfühle. Ja, keine Ahnung, aber ich hätte halt prinzipiell total Lust auf diese Erfahrung. Ich wüsste gern, wie ich ohne Haare aussehe. Ich wüsste gern, wie das ist. Ich wüsste gern, wie ich mich dann fühle damit. Und ach, keine Ahnung, es ist einfach mal was Neues. Und deswegen dachte ich, dass ich mir heute eventuell die Haare abrasiere. Und das dann filme und dann auf YouTube hochlade, falls ich es wirklich durchziehen sollte. Und wenn ich das sage, habe ich wirklich, also mein Herz fängt mega an zu schlagen dann direkt. Ich merke das richtig krass, wie nervös ich werde, wenn ich das sage. Also vor allen Dingen mit den Haaren. Dagegen ist das YouTube-Thema irgendwie nix. Ja, ich habe wirklich ultra Respekt davor und ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich durchziehe. Also ich werde gleich sehen, ob ich es durchziehe. Ich werde das gleich einfach spontan entscheiden, ob ich es machen mag oder nicht. Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich es gleich wirklich mache. Und es ist gerade irgendwie richtig der Fail, weil gerade wenn ich so in diesem Kamerabildschirm da gucke, finde ich, sehen meine Haare irgendwie voll gut aus. Normalerweise finde ich meine Haare nie schön und denke mir immer eher, was soll der Scheiß? Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mir die gerne abrasieren würde, weil meine Haare mich so oft irgendwie stören und ich die auch oft nicht für schön empfinde und mich auch nicht so richtig darüber definiere eigentlich. Aber jetzt gerade, ich weiß nicht, ob es nur so aussieht, aber jetzt gerade denke ich mir, ach, sieht ja eigentlich doch ganz gut aus. Oh. Und wenn das so komplett weg ist, das ist natürlich schon krass. Eine Freundin von mir kommt jetzt gleich. Die hat gerade geschrieben, dass sie jetzt losfährt. Und dann würden wir das halt zusammen machen. Es ist halt auch eigentlich irgendwie so komisch, weil eigentlich Haare wachsen nach. Und es ist auch eigentlich, ja, keine Ahnung, meine Haare bestimmen ja eigentlich nicht meine Attraktivität so unbedingt. Also meiner Meinung nach. Und zum Beispiel, wenn mein Freund mich danach irgendwie gar nicht mehr schön finden würde, dann würde ich mir auch denken, ja, weiß ich nicht. Aber irgendwie habe ich trotzdem Schiss. Ja, und es weiß bis jetzt auch keiner davon. Das ist auch so eine Sache. Ich habe es mit Absicht keinem gesagt. Beziehungsweise die Freundin, die gleich kommt, die weiß es. Und ich habe es bei meinem Freund angedeutet. Aber sonst prinzipiell weiß da keiner davon, weil ich es jetzt nicht so an die große Glocke hängen wollte. Andererseits wollte ich halt auch nicht, dass wir Leute da reinreden, weil ich halt ganz genau weiß, wenn ich das sage, ich überlege mir die Haare abzurasieren, dass wahrscheinlich die allermeisten Leute sagen würden, nee, lass es besser bleiben. Ja, deswegen habe ich es jetzt irgendwie keinem erzählt. Und da habe ich halt irgendwie auch übel Angst vor. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich richtig kriminell, weil ich das jetzt einfach mache, ohne das meinen Eltern gesagt zu haben, ohne das bei meinen Freunden, bei meinem Freund und so, bei meiner Oma und Opa, keine Ahnung, ohne das angekündigt zu haben. Das fühlt sich für mich jetzt irgendwie voll kriminell an, dass ich das einfach so mache, als müsste ich mir die Erlaubnis von irgendwem einholen. Aber ich muss mir ja offensichtlich die Erlaubnis von keinem einholen. Oh, und ich habe irgendwie auch einfach dann übel Schiss vor dem Moment, wo die das sehen.
ich habe voll Angst, dass die gefühlt einen Herzinfarkt kriegen, wenn die das sehen. Oh, ich weiß nicht warum. Es ist ja eigentlich egal. Es sind ja meine Haare. Ich kann ja machen, was ich will. Aber irgendwie, irgendwie habe ich halt so ein Bedürfnis, mir bei jedem die Erlaubnis einzuholen und das von jedem absegnen zu lassen. Aber ich glaube halt nicht, dass mir das jeder absegnen würde, was auch vollkommen okay ist. Aber ja. Ich glaube halt auch einfach, wenn ich es nicht mache, mir wird es nicht aus dem Kopf gehen. Und das Einzige, was mich halt zurückhält, ist halt meine Angst. Und deswegen denke ich mir, glaube ich, ich mach's. Oh Gott, wie ich damit aussehe. Boah, ich habe gerade richtig Angst. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Oh, ich weiß echt nicht, ob das eine gute Idee ist. Es ist fürchterlich. Ja, ne? Was soll der Geiz? Ich glaube, ich rasiere einfach ab. Boah, das sieht ja fürchterlich aus da im Hintergrund. Aber ganz ehrlich, dann ist es halt so. Komm, ich kann dir schon mal einen kleinen Schnipsel Haar abschneiden, oder? Soll ich einen Zopf machen und einfach abschneiden? Wir müssen erst ein Foto machen. Denn ich will eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht. Komm, wir machen ein Spiegel-Selfie noch. Ja, ja. Ja, komm. Ach, ich, aber meine Haare bleiben so. Bitte. Ich mache noch ein Foto von dir. Von vorne? Ja. Das sieht ja Lach schlimm doch mal. Aus. Ich kann nicht so bitte, nah. Bitte, bitte. Wenn du so nah an meinem Gesicht ist bist. Ist nicht so nah. Lilly, mach's nicht. Bitte mach's nicht. Zeig mal. Die ist so hübsch mit den Haaren. Oh Gott, ist das hässlich. Oh Gott, wenn dann noch die Haare weg sind, dann sieht man noch schlimmer aus. Ich sag dir, ich will uns lieber lassen. Meinst du ehrlich? Ja. Zeig mal, geh nochmal weg. Nee, komm, wir rasieren es jetzt ab. Lilly! Nö, ich bin nicht mehr der Meinung. Ich bin nicht mehr der Meinung. Ich bin nicht mehr der Meinung. Ich lass mit dir, wenn du sagst, du willst es wirklich. Aber ich habe so Angst, auch dass deine Ernst von mir mich hasst, weil ich nie angegriffen habe. Man weiß erst, ob man es will, wenn man's tut. Oh Lilly, ich sag nee. Ich habe auch Angst vor deiner Mama. Ich bin gleich so raus. Ich habe auch Angst vor meiner Mama. Ich will nicht dabei sein. Ja. Lilly, guck mal, wie hübsch es aussieht mit den Haaren. Ja, es sieht besser aus als mit Haaren ab, aber wir machen sie jetzt einfach ab. Lilly, ich bin so schlecht. Oh Gott. Lilly, ich sag nee. Sagst du ja? Keine Ahnung, ich glaub schon. Nee. Doch. Ich hab's unter das Tischdecke und es ist alles meine Schuld. Ich das ist nicht deine doch. Schuld. Nein. Ich bin hier und ich könnte dich abhalten. Ja und? Ich hab richtig Angst. Ich hab auch echt so Angst. Lass es lassen. Lassen. Wenn du vor mir sitzt und sagst, ich will das unbedingt machen, dann würde ich sagen, ja, aber du bist dir selber nicht sicher und dir geht's eh schon schlecht. Und ich hab's sonst dir noch schlechter geht und das ist meine Schuld. Ach, das ist nicht deine Schuld dann, Jule. Das ist meine Schuld, nicht deine. Nee, ich kann es nicht. Tut mir leid, ich kann es nicht. Ich schaff es nicht. Ich schaff es nicht. Ich kann es nicht. Mama Holz. Ja. Nee, Jule, ich glaube, man darf es nicht so lange drüber nachdenken. Hammer schon. Gib mir jetzt die Schere, ich schneide mir jetzt die Haare ab. Flips. Wenn du einmal schneidest, dann ist es eh zu spät. Ich schneide überhaupt nichts! Lassen wir es. Gut. Danke. Wir können das ja erst war's. Mal. Liebe Grüße. Daumen hoch und schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann, ich weiß nicht, warum ich jetzt so dolle Angst habe. Ich dachte wirklich, ich mach's. Filmt das beides? Ja, ne? Wo ist mein Herz? Links. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, sind da viele Haare. Oh mein Gott, ich bin so ein Zipfer. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's oh mein Gott. Oh, wie sich das anfühlt. The end of the road. Right now. Alter, ist das krass. Alter. Oh, krass. Oh mein Gott. Just the stars. We had a good run. Don't say we didn't. Oh mein Gott. Choose all the memories, the venom and the remedies. Yeah. Promise. Alter, wie viele Haare ich hab. Junge, ich dachte, ich hab nichts auf dem Kopf. Ich hab 100 Milliarden Haare. Ach du Scheiße, ey, wie wir hier lang gehen. Ich brauche Hilfe. Ach, oh, wie krass. Start to get dressed and then. Hier sind noch so lange Haare, wie das aussieht. Oh, alles für Haare. Er ist pink wie Sau. Ich fasse es nicht, dass ich das getan habe. Boah, ich weiß nicht. Boah, das war irgendwie dumm, wie ich das gemacht habe. Alter. Boah. Ich weiß nicht, ob ich alles erwischt habe. Oh mein Gott, ist das krass. Alter, ich habe so dicke Eier. Oh mein Gott. Eierstöcke. Ich habe so dicke Eierstöcke. Bäh, so viele Haare, Mann. Boah, piekst das. Ah, ich kann mich gar nicht richtig angucken, weil es so piekst. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, habe ich hier hinten was vergessen? Irgendwie hier, das fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich hier was vergessen.
Alter. Boah, wie krass. Aber ich glaube, ich finde nicht, dass es schlecht aussieht. Also vielleicht ist es gerade jetzt auch noch irgendwie der erste Adrenalinschub oder keine Ahnung, die Überwältigung, dass ich es überhaupt gemacht habe. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es so richtig gut aussehen finde, aber ich finde jetzt nicht, dass es aussieht wie eine Vollkatastrophe. Boah, wie krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Alter, das fühlt sich so verrückt an. Ich komme gar nicht drauf klar. Junge, Thomas juckt's gar nicht. Ich hab's einfach gemacht. Das fühlt sich so krass an. Das fühlt sich so krass an. Das fühlt sich so krass an. Hier piekst mir alles. Das fühlt sich auch krass an. Vielleicht gehe ich am besten jetzt mal duschen. Und ich glaube, ich fahre gleich zu meinem Freund. Dann kann der mal drüber gucken, ob ich alles richtig rasiert habe. Boah, ich bin so gespannt auf seine Reaktion. Ich bin echt so gespannt, wie der es findet. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich finde nicht, dass ich schlimm aussehe. Gestern saß ich hier und ich habe es mich einfach nicht getraut. Ich hatte so Schiss. Ich dachte echt gestern, ich mach's doch nicht. Weil ich so Angst hatte. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mein Gefühl hat mir ab und zu immer gesagt, dass ich halt glaube, dass ich es mögen werde. Und keine Ahnung, meine Angst hat mir da aber irgendwie so reingefuscht. Irgendwie durch dieses Angstgefühl dachte ich die ganze Zeit, nee, dir wird das nicht gefallen und bla bla bla. Obwohl ich eigentlich mir dachte, doch, ich glaube irgendwie schon, keine Ahnung, es war irgendwie richtig komisch. Ich hatte einfach so doll Angst gestern. Ich dachte mir echt, nee, ich kann das nicht. Jetzt habe ich heute den ganzen Tag nochmal drüber nachgedacht, was eigentlich schlecht ist, weil so viel drüber nachdenken darf man halt eigentlich gar nicht. Und dann dachte ich mir, mache ich es einfach. Oh Gott, meine Oma und mein Opa werden in Ohnmacht fallen. Boah, ich muss jetzt hier erstmal aufräumen. Ich muss erstmal auf klarkommen. Es nimmt schon auf. Huhu, Titi. Huhu. Hörst du mich? Ja. Ja? Huhu. Huhu. Ja. Huhu, Titi. Was hast du gemacht? Ich habe mir die Haare abrasiert. Alter, was geht denn jetzt ab? Alter, bist du bescheuert? Was machst du? Ich dachte einfach mal, neues Jahr, Haare ab. Jetzt sind sie weg, wie du siehst. Mach mal so. Alter, das wird total krass. Oma kommt gleich auf den Kaffee. Ja. Ey, in welchem Kindergarten warst du überhaupt? Ich müsste den ja eigentlich kennen, oder? Ich habe gewechselt irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, an irgendeinem Gemeindehaus unten. Die hatten aus Filz ausgeschnitten die Weihnachtsgeschichte. Nicht vielleicht so im Kopf, ne? Ja. Oder wo auch immer, ich weiß nicht, im Universum. Und dann habe ich mir erzählt, dass der da rangenagelt, dass durch seine Hände wurden Nägel geschlagen, obwohl der noch gelebt hat. Und damit wurde er an das Kreuz genagelt. Ready. So, es sind jetzt genau 5 Tage her, wo ich mir die Haare abrasiert habe. Und ich dachte, ich gebe nochmal ein paar Tage später meinen Senf dazu. Ich habe mich heute zum ersten Mal geschminkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir hängt hier eine Wimper am Auge. Ja genau, ich habe mich heute zum ersten Mal fertig gemacht, weil ich mal wissen wollte, wie ich fertig gemacht aussehe. Ich habe es bis jetzt auf jeden Fall keinmal bereut, wo ich sehr froh drüber bin. Ich habe keinmal deswegen geweint oder mich schlecht gefühlt und mir gedacht, ich hätte es nicht machen sollen oder so. Klar habe ich manchmal irgendwie mir Bilder angeguckt, wo ich lange Haare hatte und ich selbst empfinde mich schon schöner mit langen Haaren.
Aber das tut mir jetzt nicht so richtig weh, dass sie weg sind. Also ja, so viel tangiert mich das jetzt, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich stehe der Sache irgendwie relativ neutral gegenüber. Beziehungsweise eigentlich bin ich auch froh, dass ich mir sie abrasiert habe, weil ich kenne mich halt auch und ich bin mir halt auch eigentlich sicher, wenn ich es nicht gemacht hätte, dass ich jetzt noch immer die ganze Zeit am Überlegen wäre, ob ich es machen soll oder nicht. Und dass ich es ja eigentlich machen will, aber mich nicht traue, bla bla bla. Ja, deswegen bin ich eigentlich voll froh, dass ich es gemacht habe. Ich hatte die mir in der Zeit jetzt in den 5 Tagen auch nochmal nachrasiert. Als ich sie mir abrasiert hatte, hatte ich die auf 12 mm abrasiert. Und das war mir dann aber irgendwie ein bisschen zu lang. Mein Freund meinte, ich habe einen Dachschaden. Aber ja, weiß ich nicht. Ich finde, ich sah schon so eklig aus, so ein bisschen. Was auch okay ist. Aber irgendwie wollte ich sie noch einen Tick kürzer haben. Dachte ich mir auch, wenn schon, denn schon. Und deswegen habe ich die jetzt auf 10 mm rasiert. Also es ist jetzt auch nur 2 mm kürzer. Und diese 2 mm, die wachsen auch in der Woche nach. Deswegen so weltverändern ist es jetzt nicht. Aber man sieht jetzt schon so ein bisschen meine Kopfhaut durch. Das hat man bei den 12 nicht gesehen. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich muss aufstoßen. Boah, Schulz. Ich denke, dass ich die jetzt im Januar auf jeden Fall erstmal kurz lassen werde. Also ich denke, ich werde die mir nochmal nachrasieren, weil ich eigentlich schon gerne noch ein bisschen diesen für mich Luxus genießen würde mit dem Haare waschen. Und es ist halt schon sehr pflegeleicht. Also ich war noch nie in meinem Leben, also ich habe noch nie in meinem Leben meine Haare so schnell gewaschen. Morgens, ich habe eh nie viel mit meinen Haaren gemacht. Ich habe die nicht morgens gestylt oder so im Alltag. Aber es ist halt schon geil. Ich stehe auf und ich denke einfach gar nicht an meine Haare. Ich muss die, also bürsten, das ist kein großer Akt so. Das hat mich jetzt auch im Alltag eigentlich nicht gestört. Aber es fällt jetzt halt schon auf, dass ich einfach mir gar keine Gedanken um meine Haare mache, sondern die sind jetzt halt einfach, wie sie sind. Ich bin früher immer mit nassen Haaren schlafen gegangen und das hat mich jetzt alles nicht so sehr gestört, aber ich finde es halt schon geil. Ich gehe einmal mit dem Handtuch darüber, über die nassen Haare, die sind sofort trocken. Ich suche meine Haarklammer nicht, ich bürste mir die Haare nicht, ich dusche mir die Haare in einer Minute. Ja, keine Ahnung, irgendwie finde ich das schon geil. Deswegen glaube ich, lasse ich die im Januar noch so kurz und danach gucke ich einfach mal. Irgendwann werde ich sie auf jeden Fall rauswachsen lassen. Aber ich habe es jetzt auch nicht so eilig damit, die sofort rauswachsen zu lassen. Ich weiß nicht, ich glaube, ansonsten gibt es gar nichts mehr dazu zu erzählen. Zumindest fällt mir gerade jetzt nichts mehr ein. Und ich glaube, dann würde ich das Video an dieser Stelle einfach beenden. Küsschen aufs Nüsschen.